Platzierung, der Übergang. Genau an der Stelle. Ja. Hier gibt es einen Übergang und der hat eine Breite ungefähr von einer Kompanie in Linie. So breit ist der. Wir gehen also praktisch von hier aus in einer Marschkolonne, ich stöbe so um 14:30 rum, gehen wir hier runter. Wir brauchen bis zu der Ecke ungefähr nach, sagen wir, 10 Minuten. 10 Minuten bis hierher. Und dann machen wir, wir fangen ungefähr an der Stelle an, Kompanielinien zu bilden. Wir bilden Kompanielinien und gehen dann hier über den Graben drüber. Was? Nee, alles schön. Ja, wirklich? Ja, ja, mach mal. Wir warten noch. Aber der war zum Zünden. Speicher ist fertig. Genau, das ist gut. Hast du das selber gedreht? Mit ihm? Ja, ja. Ich also, was ist denn das vom Material? Kolbenstange. Von Hydraulikzylinder. Geht gut. Da habe ich auch größere. Ja, ist ja ziemlich Buse. Fester Stahl, ne? Hm?
Mach nur deine ganze Patrone rein, ja? Nee, bist du verrückt? Dann klotz hier rein in die Zelle. Dann mach das mit dem Klotz vor das Ding. Ich schätze aufstellen. Warte, warte, warte. Normalerweise 5 Meter müssen wir dahinter stehen. Zünde mal. Alle weg. Sag mal. Ohne Kippe. Ja, Kippe ist gut. Auch niemand, auch niemand. Sei nicht so ängstlich. Nee, ist gleich aus. Ja, mal eine Kippe. Zündholz ist aus. Das ist jetzt gerade, ja? Eine Ziehgarette. Lass erst mal brennen, Streichholz. Wir müssen ins Zelt gehen. Da ist windstill. Sicherheit herstellen. Schau nochmal. Sicherheit hergestellt. Ja, mit dem großen Eisenhammer drauf, es geht nö. Oder ich gebe dir meine und du kannst mir dann besser. Hat hier mal jemand eine Zigarette? Beruf mal nicht. Weil es nicht Raucher geworden seit 4 Minuten. Katrin hat eine Zigarette, hol die mal. Gekommen, Mensch, wir haben vor 4 Minuten beschlossen aufzuhören. Dann kommst du. Ich bin der Erste, der die Koffer packt. War mir eine große Ehre. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Geh nicht so dicht an die Adlerie. Nee, tschüssi. Los, 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 los! Ja, kommt er noch! Kommt er noch? Ich hab auch schon noch mit 10. Genau das wolltest du haben!